So, das dreimal im Video. Einmal im Uhrzeigersinn um Island rum, zigmal quer durch, jede Menge Hochlandpisten und River Crossings und jede Menge Special Events. Also dranbleiben und viel Spaß. 140 PS, Allradantrieb, Automatikgetriebe und in einigen Minuten Mainz für eine Stunde. Es ist so cool, wie es aussieht. PS hat das Schätzchen, das geht ab die Zäpfchen. PS bei dem Fliegengewicht, wenn man da voll aufs Gas tritt, drehen alle vier Räder gleichzeitig durch. Ich bin ja zertifizierter Driftkönig, ich wollte noch einen Donut in den Schotter zimmern, aber ich durfte leider nicht, war trotzdem total geil. Moins in YouTube. Ich bin im Pingvillier Nationalpark. Was man hinten durch die Bäume schimmern sieht, ist die Silfra-Spalte. Da hat es das klarste Wasser der Welt. Das wird hier extrem gefiltert durch das Lavagestein. Und deswegen hat es da eine enorme Sicht unter Wasser. Da mache ich dann nachher demnächst, also in einer Stunde, eine Schnorcheltour. Und das Wasser fließt dann da hinten in einen See. Und weil das Wasser so klar ist, ist es ein ganz spezielles Ökosystem, weil nämlich auf Wassertiefen Tiere und Pflanzen existieren, die normalerweise in dieser Tiefe gar nicht existieren, weil halt das Licht signifikant tiefer kommt. Wikinger haben hier übrigens einmal im Jahr so eine Art Parlamentsversammlung gemacht. Und als Island gegründet wurde 1944, wurden hier die Verträge auch unterschrieben. Da kann man die Dehnungsrisse im Übrigen gut sehen. Also der westliche Teil, Reykjavik, liegt auf der amerikanischen tektonischen Platte und der Rest von der Insel auf der europäischen. Und das sind sozusagen so Risse, die hier entstehen. Deswegen. Man bekommt einen Thermoanzug vom Veranstalter und darüber zieht man dann einen Trockenanzug an. Das ist komplett zu, inklusive der Schuhe unten aus einem Stück. Und man steigt sozusagen im Schulterbereich ein und das wird dann hinten zugemacht. Und das hat dann Manschetten am Hals und an den Armen. Und der Grund, warum ich hier so ein rotes Gesicht habe, ist, dass die Manschette am Hals so eng war, dass mein Frühstück mehrfach versucht hat, wieder den Ausgang zu finden. Die Maske und der Schnorchel hat die Situation zunächst nicht grundlegend verbessert. Die zwei sind aus Amerika und haben mir ernsthaft versichert, ich würde gut aussehen. Naja, war gelogen. Als ich dann aber im Wasser war, war es nicht mehr so schlimm, weil man liegt da im Wasser und das kalte Wasser hat vielleicht meinen dicken Hals auch ein bisschen dünner gemacht. Boah.
das war jetzt geil. Also stellenweise fand ich es ein bisschen grenzwertig, weil man kriegt so einen Trockenanzug mit so Dichtungen an den Armen und am Hals. Und der am Hals, das hat mich dermaßen gewürgt, also ich war kurz vorm... und dann ist aber, wenn man im Wasser ist, weiß auch nicht, ist mehr weniger Druck auf dem Hals, keine Ahnung. Und man liegt dann auch eigentlich in so einer sicheren Bauchlage mit dem Kopf eher im Nacken. Und dann war es okay, ja, das war eine echt sensationell geile Erfahrung. Allerdings schwimmt man halt dann nur 20 Minuten durch. Anzug war auch dicht, also es gab auch Leute da, die, denen lief die Brühe raus und das Wasser hat nur 2 Grad. Und das kühlt dich total aus, also die 20 Minuten waren eigentlich okay. Und die restlichen 3,5 Stunden, die man braucht, ist praktisch anziehen, ausziehen, Sicherheitsunterweisung, und am Ende gibt es noch eine heiße Schokolade und Keks kostenlos, muss man sich mal überlegen. Krass, das war richtig geil. Moinsen, Reykjavik, die Perle im Nordatlantik. Das hat's hier, haben sehr viele Museen, unter anderem dieses Freilichtmuseum. Und da haben sie aus allen Besiedlungsepochen Islands Häuser zusammengetragen und hier neu aufgebaut. Das schaue ich mir jetzt mal an. Ist wirklich liebevoll gemacht. Die Mitarbeiter sind auch in den entsprechenden Kostümen hier verkleidet. Und alle Häuser haben dann aus den jeweiligen Epochen auch Einrichtungsgegenstände drin. Eine Kirche. Und wenn du hier aufstehst, hast du ein Brett vorm Kopf. Man kann eigentlich nicht glauben, dass das die Originalgröße ist hier. Aber die Dinger sind alle so klein. Hast du dir überlegt, dass man den ganzen Tag so kocht? Gott, ist alles niedrig hier. Als die Wikinger 800 noch was auf die Insel kamen, war Island zu 40-50% bewaldet, schätzt man. Und so 200-250 Jahre danach war es komplett abgeholzt. Und das hat dazu geführt, dass man Häuser natürlich nicht hier bauen konnte mangels Holz, sondern man hat die in Europa, in Norwegen oder sowas bestellt und dann wurden die hierher geliefert und hier aufgebaut. Inzwischen sind sie am Aufforsten, und zwar gewaltig, allerdings sind erst 2% oder was wieder mit Wald bedeckt. Ich gebe mir heute voll die Kulturdusche, das Maritime Museum, sehr wichtig für Island. Hier sehen wir den Vorgänger des Smartphones, Sextanten zur Positionsbestimmung. War ein bisschen unhandlicher als ein modernes Handy. Reykjavik Campingplatz. Expeditionsmobile sind ja überraschend wenig auf Island unterwegs. Also ich habe in 6 Wochen gerade mal 3 oder 4 gesehen. Komm hier auf den Campingplatz und was sehe ich? Also diese Firma ist bekannt. Das Lustige ist, man kann das mieten. Also das ist eine geguidete Tour. Der MAN, der hier am Anfang steht, der fährt mit. Und die Leute treffen sich abends wieder und haben praktisch vorgegebene Routen, die sie fahren können. Preis ist 17.000 Euro für 11 Tage und dann, also nur für das Auto, Lebensmittel, Diesel etc. etc. geht noch oben drauf. Wenn man dann bei dieser Firma kauft, gibt es aber wenigstens 5.000 Euro Rabatt. Also eigentlich ist es eine ziemlich coole Sache für Leute, die sich nicht sicher sind. Ich habe jetzt gerade mit so einem Pärchen gesprochen, die haben halt so einen Sprinter und denken sich, so was Größeres wäre nicht schlecht. Aber bevor man dann sehr viel Geld ausgibt, um dann festzustellen, das war nichts, sind 17.000 Euro vielleicht eigentlich auch fast ein Schnäppchen, oder? Moinsen YouTube, was wäre Island ohne ein Geysir? Also hier in der Gegend hat es den höchsten Islands, der ist manchmal bis zu 40 Meter hoch. Im Moment leidet er ein bisschen an Geysir-Schwäche und macht nur 5 bis manchmal 15. Den zu filmen ist praktisch, naja, also man muss halt sehr lange warten. Ich probiere mal, ob ich ihn fotografieren kann. So sieht er gut fotografiert aus und nach 3 Fehlversuchen hat es dann mit dem Video auch geklappt. Moin YouTube, geschätzte 500 PS, sichere 200 PS macht 700, das ist doch mal ein Anblick. Mit dem hinteren mache ich nachher eine Schneemobiltour und zwar auf den Gletscher, der da hinten liegt. Die bringen uns dahin, da hat so eine Art Basecamp, kriegt man eine entsprechende Ausrüstung und von dort aus geht es dann hoch. Für mich geht es jetzt da hinten runter, da ist der berühmte Gulfus-Wasserfall und da ich hier morgens um 8:30 bin, ist hier noch kein Schwein unterwegs, da werden wir ein paar gute Fotos machen. Schon ein echter Koffer, wie das da in die Schlucht runterzimmert.
200 Meter ist er breit und 32 Meter Fallhöhe. Erotisch. Auf dem Gletscher, der Bus ist bis hier hoch. Hier hat es hunderte von Schneemobilen und auch Tankwagen und so Zeugs hier oben stehen. Das Ding hat beheizte Griffe, das ist ja sehr angenehm. Ich weiß nicht, wie schnell es fährt, so mehr als 30 hatte ich nicht drauf. Die Strecke hier wird praktisch von so einer Art Pistenbully vorbereitet, sodass man hier nicht in Gletscherspalten reinfällt. Und vorne und hinten und in der Mitte sind Guides dabei, also eigentlich kann nicht viel passieren. Die Lenkung geht echt schwer, also so mit einem Arm lenken, da, selbst mit zwei ist man manchmal schwer beschäftigt. Vielleicht liegt es daran, ich habe einen relativ alten Hobel, glaube ich. Boah, macht höllisch Spaß. Schön wäre es, wenn es nicht nur eine Stunde ging. Habe das Ding umgekippt, aber glücklicherweise nie was passiert. Und eine hat die Kontrolle verloren, weil die Bremse irgendwie hat sie nicht verstanden und ist den Berg runter. Und mir ist einer hinten reingekracht. Die haben so eine Art Stoßklemper da dran, aber das ist nicht lustig. Also ganz ohne ist es nicht, aber Spaß hat es gemacht. Ich mache das nochmal, aber dann im Schnee, glaube ich. Ne? Norwegen. Moin sind YouTube. Ich bin in der Nähe von Gullfoss mit dem berühmten Wasserfall. Für mich geht es jetzt heute nach Westen und ich möchte es aber nicht auf Asphalt fahren, deswegen habe ich mir die F338 rausgesucht. Die geht jetzt 35 Kilometer nach Westen, trifft da auf eine andere Straße. In der Beschreibung heißt es, es sind zwei Furten drin, da freue ich mich drauf. Endlich mal wieder eine Furt, sie sei ziemlich holprig, also ich gucke es mir jetzt mal an. Die Viecher sind... Ja, kackt mich an, das Scheiße. Ja, geht's noch? Also die verteidigen ihre Nester hier und brüten natürlich überall. Deswegen sollte man einen Hut aufhaben, weil die klauen manchmal das Brot vom Teller. Außer aggressiven Seevögeln, Alfred Hitchcock lässt grüßen, haben sie sich hier aus den Steinen einen Troll gebaut und die Gegend ist bekannt für ihre Steilküste mit jeder Menge Felstoren. Moin YouTube! Die Entstehung dieser Höhle hier ist gut dokumentiert. Im 9. Jahrhundert haben sich da ein paar Trolle gestritten. Es kam zu Mord und Totschlag. Und als Folge davon die Entstehung dieser Höhle. Gehen wir mal rein. Alter.
So, eine weitere F-Road nehmen wir unter die Räder. Und zwar, man sieht es da hinten im Nebel, da hat es einen Gletscher. Der liegt so richtig schön schnuckelig auf dieser Halbinsel und die Hoffnung wäre gewesen, dass es einigermaßen Wetter hat und man sozusagen auf der F-Road an dem Gletscher vorbeifährt und dann so noch ein bisschen das Meer sieht. Soll aber die nächsten Tage drüber bleiben, von daher machen wir es halt im Nebel, das ist ja islandtypisch. Ne? Also die warnen hier vor einer Besteigung des Gletschers. Habe ich ja nicht vor, ich fahre nur dran vorbei. Uiuiuiui. Wer schon immer mal wissen wollte, wo das nirgendwo ist, ja. Also ich bin diese 570 gefahren, vom Süden kommen, die geht jetzt hier weiter Richtung Norden. Und die 75 geht jetzt aber nach Westen und das ist ganz praktisch, weil ich will an die Spitze von der Landzunge, da ist noch ein schicker Leuchtturm. Das scheint so, als wäre die Piste weniger befahren als die andere, aber sieht immer noch gut aus, wenn ich muss ich rumdrehe. Vorhin waren wir da hinten ja erfolgreich im Nirgendwo, das habe ich ja schon lange gesucht. Jetzt sind wir im Irgendwo und warum das Irgendwo einen Tisch und eine Brücke hat. Das ist eines der am meisten fotografierten Motive in Island, dieser Harry Potter Spitzberg und eine Wasserreflexion hier, wie man sieht. Das ist jetzt nicht gerade so die Bedingungen. Heute soll es drüber bleiben, morgen soll es regnen und die ganzen nächsten Tage überhaupt auch. Also am besten fotografiert man ihn, wenn die Sonne sozusagen dahinter steht. Aber nach Sonne sieht es nicht aus. Plan B ist dieser Wasserfall da vorne. Also den nimmt man auch ganz gern in den Vordergrund. Mache ich natürlich jetzt mal. Aber allerdings wenig Hoffnung, dass es so richtig gut wird hier. Da hatte ich dann doch noch Glück und ein bisschen Sonne kam noch raus. Und das Ergebnis ist ja gar nicht so schlecht geworden. Von hier aus kann man die Nordwestfjorde rüberfahren. Wir sind sozusagen durch den Dunst auf der anderen Seite dieses Fjords hier. Herzallerliebst, oder? So, ich bin auf dem Weg zu einem Geheimtipp, einem Hotpot, mitten in der Walachei. Angeblich der letzte Geheimtipp Islands, stimmt natürlich nicht. Kam mir gerade ein Auto entgegen mit zwei Mädels drin, die habe ich gefragt, ob sie es rentiert und wie die Anreise ist. Und dann sagen sie, total gut. Sie waren allein da, von daher machen wir das mal wegen Geheimtipp. Wenn es das da ist, ist es ein bisschen eklig, aber ist ziemlich schlammig. Der ist definitiv mal kalt. Da würde man nicht rein wollen. Ich glaube, das ist das hier. Das ist sehr warm. Aber auch schlammig, oder? Puh. Ich weiß nicht. Also meine Motivation, meinen Körper hier reinzuhalten, ist jetzt eher gering. Der Finger war gerade noch okay, glaube ich. Der Geheimtipp war also ein fliegenverseuchtes Schlammloch. Von daher ging es jetzt etwa 5 Kilometer zurück über die Piste zur Straße. Moin YouTube, ich bin in Unaussprechlich, der Eingang zu den Westfjorden, die Metropole. Es besteht aus einer Tankstelle, einem Supermarkt. Es beginnt übrigens hier und da hinten endet es schon wieder. Man sagt ja, das wäre der letzte Vorposten der Zivilisation. Was Einkaufen angeht. Wie man sieht, ist meine Ausbeute bescheiden. Also 3 Bierdosen war alles, was es da noch gab. Ne? 3 Büchsen gab es noch in dem Supermarkt. 3. Ist ja bekannt, dass der Männerkörper kann ja 3 Wochen ohne Wasser, aber nur 3 Tage ohne Bier. Wenn ich jetzt jeden Tag eine halbe Dose trinke, sind es 6 Tage. Und ich setze vielleicht einmal aus. Also man stelle sich vor, man ist Farmer in den Westfjorden und alle 4 Wochen fährt man zum Einkaufen. Vielleicht 100 Kilometer einfach, also 200 Kilometer ist man so 4-5 Stunden unterwegs auf diesen Pisten. Dann kommt man in den Supermarkt und die haben 3 Büchsen Bier. Da ist man doch noch nicht aus dem Laden raus, ist man ja schon eigentlich ein Fall für die Notaufnahme, oder? Ach du Scheiße. Hübsch, wirklich?
Vögel eines Tages die Welt beherrschen, ist unwahrscheinlich. Der Kamerad, der Kleine da, der läuft jetzt einfach immer 5 Meter vor mir, statt dass er mal abbiegt. Und fliegen kann er, glaube ich, schon. Der Pfad ist noch 2 Kilometer lang. Mal gucken, ob er am Ende immer noch bei mir ist. 80 bis 100 Grad steht hier. Ja. Moinsen. Mit den Einkaufsmöglichkeiten in den Westfjorden ist es ein bisschen limitierter, als ich eigentlich befürchtet hatte. Also gestern der Laden mit den 3 Bierdosen, da habe ich noch gedacht, jo, da ist halt wenig Auswahl. Jetzt habe ich heute mal geguckt, wo hat es denn hier überhaupt Supermärkte. Also dieses kleine Scheißerchen da öffnet dienstags um 12. Dienstag um 12. Die letzten 2 Brote gekauft, die es da drin gab. Ein Stück Käse und 3 Stangen Lauch hatten sie noch. Und dann kommt 200 Kilometer kein Supermarkt mehr. Also ganz im Norden hat es nochmal was. Und ich will sie eigentlich schon ein paar Tage aushalten hier. Von daher. Das ist die Hauptstraße hier an den Fjorden lang. Und damit es nicht so staubt, wird sie gewässert. Das ist aber eine ziemliche Sauerei. Tja, und dann ist die Frage, nach wie viel 100 Kilometern kann ich überholen? So, ein Campingplatz ganz für mich allein. Eine große Wiese, das Meer direkt vor der Tür. Hier ist ein Container, den ich aber nicht brauche. Die Dusche ist leider außer Betrieb, aber ich habe selber eine. Also man könnte schlechter wohnen. Moinsen! Die Westfjorde haben ja eine ganze Reihe von spektakulären Hotpots, die direkt am Wasser liegen. Einer ist zum Beispiel der hier. Allerdings hat es jetzt im Moment gerade 6 Grad. Es pfeift der Wind. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt ein harter Weggänger bin. Aber ich gehe jetzt mal runter, stecke wenigstens mal den Finger rein. Also die Container sind ja nicht schön, aber die Aussicht hier hat schon Wasser. Achtung. Ah. Ich mach's. Maximal geisteskrank. Also immerhin kann man hier mit PayPal bezahlen, das ist ja schon mal ziemlich cool. Mit so einem QR-Code. In Island ist es üblich, dass man sich völlig nackig macht und vorher einseift und dann hier rauskommt, das macht auch Sinn. Allerdings ist man klatschnass und bei 5 Grad Außentemperatur hier bis in den Hotpot laufen, ist äußerst unangenehm. Aber die Aussicht ist ja grandios. So am Meer sind dicke Steine unten. Oh, the Hammer. Ah, ist das krass. Ah, ja. Zeit für einen Klassiker. Ich stelle mich direkt daneben. Geil, oder? Das Schätzchen ist 1912 gebaut und 1981 haben sie es auf die Küste gesetzt. Hatte ich drauf gehofft. Das ist der berühmte Red Sand Beach. Der sieht natürlich nur geil aus, wenn die Sonne scheint. Und genau heute, manchmal hat man auch Glück. Weiterer Tag im Paradies. Blauer Himmel, Sandstrand. Ein Traum. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich gerade hier so begeistert bin, also die Zeiten, wo es grandiose Landschaft hat, und das perfekte Wetter in Island, die sind an einer Hand abzuzählen. Es gibt manchmal Zeiten, da ist einfach nur ganz interessante Landschaft, aber auch viel Nebel und Regen und du siehst nicht viel. Und solche Momente hier, die wiegen dann umso schwerer, die sind einfach nur richtig geil.
außer der Tatsache, dass es hier der westlichste Punkt Islands ist, oder hinten unter der Wolkenbank könnte Grönland liegen, ich muss mal messen, wie weit es ist, ist es auch zusätzlich noch der größte Vogelfelsen Islands. Also ein riesiges Brutgebiet. Papageientaucher hat es auch, allerdings weniger, weil es ist halt sehr felsig und die buddeln sich ja in Erdhöhlen. Wie man sieht, ist der Platz sehr beschränkt, wobei das wohl eher das Studentenwohnheim ist. Ach dem. Geil. Island, das Land der 10.000 Wasserfälle. Wer die jetzt genau gezählt hat, weiß ich nicht. Ich nehme an, es war der Marketingpraktikant. Nach einer Weile ist so eine gewisse Wasserfallmüdigkeit, aber der hier ist einer der schönsten Islands und definitiv der schönste in den Westfjorden. Und die Sonne ist gerade perfekt zu fotografieren hinterm Wasserfall. Was für ein Timing. Das Museum hier ist dem Gründervater sozusagen der isländischen Nation gewidmet. Der ist schon weit vor der Unabhängigkeit 1944 gestorben, hat aber viele Artikel geschrieben in Dänemark, die letztlich zur Unabhängigkeit geführt haben. Und so sah er aus. Der wurde hier geboren, der hat hier nicht lange gelebt. Mit 18 ist er nach Dänemark ausgewandert. Das hier ist die alte Straße in den nächsten Fjord, weil da vorne, in der Nähe von dem Wasserfall, haben sie einen Tunnel gebaut. Das ist die alte Variante und das ganz steile, was man da sieht, das ist die noch ältere Version, die muss ich glücklicherweise nicht fahren. Das sieht nach oben aus. Oh, geil! Wie schnuckelig die Wolken da vorne im Tal hängen. Die Orte in den Westfjords bieten so allerhand Annehmlichkeiten. Also hier haben wir einen gut gehenden Hafen, eine gut gehende Fischfabrik, ein wenig Straßenkunst, göttlichen Beistand, ein gut gehendes Hotel. In dem Bus ist das örtliche Café untergebracht und die obligatorische Tankstelle mit Frittenbude. Moinsen, die Wettervorhersage auf Island ist ja so ein Ding. Das hat eine lokale Wettervorhersage, die ist allerdings recht grob. Und Wetter.com hat sich eigentlich hier so als relativ gut herausgestellt, weil die machen es nämlich noch lokal. Gestern Abend, 23 Uhr, hieß es heute, 12 Stunden lang Sonne. Das wird, glaube ich, nichts mehr, ne? Das ist ihr Herz allerliebst hier. Das wurde 1905 von einem Pfarrer gegründet,
Der wollte den Isländern Gartenbau beibringen, aber auch den Verzehr von frischem Gemüse und Kräutern. Und er wollte zeigen, was im isländischen Klima möglich ist. Und hier in diesem Gewächshaus haben sie die Pflanzen praktisch vorgezüchtet und dann haben sie sie ausgesetzt. Und dann war der noch ziemlich lange in Betrieb, der Garten, und geriet dann aber in Vergessenheit. Und 1992 haben sie das wieder neu aufgebaut und angepflanzt. So, ein einspuriger Tunnel mit Ausweichstellen. Bin ich mal gespannt, wer hier als nächstes ausweicht. Es kommt etwas. Ich fahre mal weiter. Das funktioniert so, dass das Ausweichbuchten hat. Und zwar auf einer Seite des Tunnels, in dem Fall auf der linken. Diejenigen, die Ausweichbuchten haben, müssen halt kuscheln und die anderen dürfen durchfahren. So ein Glück aber auch. Jetzt wird's ganz krass. Hier ist eine Abzweigung mitten im Tunnel. Ich muss jetzt nämlich links. Kiki! Nee, oder? Ah, mit einer Hand. Jetzt geht's für uns dann da lang. Ist ja süß. Ich leg mich weg, ist das geil. Ja, das ist der Hammer. Die Isländer, die haben es echt an der Waffel, oder? Preisfrage: Wie stark muss es auf Island wehen, damit man eine Kirche festbindet? Also das gibt es hier relativ häufig, dass sie auch Container und sowas anknoten. Das Wetter in Island. Zwei Fjords weiter und das Wetter ist dann plötzlich so wie vorhergesagt. Hier geht es jetzt auf eine Radarstation hoch, die den Schiffsverkehr überwacht, und es ist der höchste Berg in der Gegend und man kann über den größten Fjord der Westfjorde gucken, auf den Gletscher. So fett! So fett, oh meine Fresse. 100 Meter unten wappert der Nebel und hier ist perfektes Wetter. Schöner geht's nimmer. Ich bleib hier. Da unten im Nebel liegt der größte Fjord, der Westfjord. Auf der anderen Seite ist ein großer Gletscher und Gerüchte besagen, also das ist tatsächlich so, dass da hinten Grönland liegt, aber man kann es wegen der Erdkrümmung nicht sehen. Wenn überhaupt, ist es eine Fata Morgana. Diese Fischerhütten sind Nachbauten von Hütten, wie sie zu Tausenden früher hier an der Küste standen, mit allem Werkzeug, das halt damals üblich war. Und damit man den Fisch haltbar machen konnte, wurde der praktisch in so einem extra Schuppen Luft getrocknet. Man hat mir in den Westfjorden ja Wale, Robben und sonstiges Großgetier versprochen und die ganzen Leute, die man trifft, die zeigen einem immer Bilder. Aber arm hängt die Robbe. Bisher habe ich noch keine gesehen, aber hier einen ganzen Haufen. Kajak, Paddel, Insel, Robben, ich. Das ist aber ziemlich kippelig, das Ding. Boah. Alter. Das ist aber sehr kippelig. Das war dann ja wohl gar nichts, ne? Wenigstens nur zweimal nasse Füße. Die Dinger sind dermaßen kippelig. Und bei dem Wind hier haben mich die Leute hier gerettet und wieder an Land gezogen. Was für ein Kack, echt. Ich kann ja sehr gut Kajak fahren, aber wenn die Dinger dermaßen kippelig sind, ist das eigentlich die falsche Ausrüstung, mit Straßenklamotten da rein zu springen. Da brauchst du dann einen Neoprenanzug, eine Schwimmweste und einen Buddy, der da mitfährt, und wenn du dann da draußen kenterst, naja, dann wird es jetzt nicht so, ist nicht angenehm, aber geht so. Aber in Straßenklamotten da draußen umfallen, bei was, 4 Grad Wassertemperatur,
ich will ja nicht im Sack nach Hause reisen, ne? Hat man schon mal ernsthaft kochendes Meerwasser gesehen? Nicht wirklich, oder? Der Hotpot hier hat Kultstatus. Im Sonnenuntergang am Infinity Pool zu liegen, ist der Wahnsinn. Das Wasser kommt hier mit 98 Grad aus dem Boden und muss dann mit einem Luftkühler runtergekühlt werden, sodass die Badegäste nicht gleich sofort beim Reinspringen zu Hummer verarbeitet werden. Gestern habe ich mir ja meine Trekkingschuhe beim Kajakfahren im Salzwasser gebadet. Die sind leider noch nicht ganz trocken. Also habe ich jetzt meine Ersatzschuhe dabei. Und was soll ich sagen? Hab noch eine Tube Pattex im Auto. Da wird sich noch was reparieren lassen. Erinnert mich an Video 2, ne? Der geneigte Zuschauer erinnert sich, als ich meine Wanderschuhe zerlegt habe, auf dem Weg zum Gipfel und die Sohle verloren. Das ist halt einfach hier raues Gelände, das passiert. Das ist der größte Gletscher in den Westfjorden mit immerhin 200 Quadratkilometern. Es hätte auch eine schöne Wanderung dahin gegeben, aber mit kaputten Straßenschuhen auf den Gletscher hochlaufen ist eh nicht so empfehlenswert. Wie man unschwer erkennt, stehe ich sozusagen auf dem Rollfeld. Das Risiko, dass ich aber hier erwischt werde von einem Flugzeug, ist gering. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal was geflogen ist. Hinter mir ist der fast nördlichste Campingplatz. Und hier bei dem Gotteshaus ist sozusagen dann wirklich zu Ende. Wenn du noch weiter nach Norden willst, musst du mit dem Boot weiterfahren. Darf ich vorstellen, die wahrscheinlich letzte Kapelle vor dem Nordpol. Aber sie hat eine sensationelle Lage. Wenn man von den verhältnismäßig frischen Temperaturen und dem kalten Wind absieht, ist es toll. Alter Lack, ist das remote hier, oder? Hoi, hoi, hoi. Das ganze Holz, was hier so rumliegt, ist übrigens naturgemäß nicht aus Island, sondern das wird angeschwemmt aus sibirischen Flüssen. Das hatten die Wikinger, nachdem sie Island kahl gerasiert hatten, dann verwendet, um weiterhin Holz zu haben. Es brennt besser nicht, oder? Bis die kommt hier in den Fjorden, das dauert ja Stunden. Der Hotpot am Ende der Welt, der ist spektakulär, oder? So ein Infinity Pool direkt am Wasser. Ich wünschte, ich könnte da rein. Ich habe mich einigermaßen erkältet, ich setze mich da jetzt nicht rein. Die Straße geht hier noch so ein bisschen die Küste lang, da erkennt man im Hintergrund ein paar Häuser, dann ist auf der Seite auch fertig. Hammergeile Landschaft, oder? Das Einzige, was nervt, ist die Robbensituation. Ich bin inzwischen so verzweifelt, dass ich schon welche übers Internet gebucht habe. Also eine halbe Stunde Robbe kostet 10 Euro, kannst du per PayPal bezahlen über so einen QR-Code und dann kommt die Robbe. Aber ich glaube, die haben mich verarscht. Ich habe 5 Robben bestellt um 13 Uhr. Geld ist weg. Verdammt. Mann. 13 Uhr war ausgemacht, es ist 16.20 Uhr. 5 hatte ich gebucht, das sind jetzt 6. Ich meine, wenn man sich auf nichts mehr verlassen kann, verlässliche Robben sind halt kaum noch zu kriegen, das ist ein Elend. Die schnuckeligen Berge im Hintergrund, das sind die Westfjorde. Das war der Ostteil, da bin ich heute Morgen gestartet, habe es gerade gemessen, Luftlinie 37 Kilometer. Auf der Straße hier einmal auf die andere Seite 300. Wenn man sich jetzt fragt, warum fährt er auf einmal 300 Kilometer? Mein Zeitmanagement muss ein bisschen optimiert werden. Also es ist noch ziemlich viel Insel über und ich habe gestern mit Schrecken festgestellt, ich habe nur noch 4 Wochen. Und da muss ich ein bisschen Gas geben. So ein bisschen wie im Wilden Westen, wo man früher sehen konnte, dass eine Horde Indianer kommt. Hier siehst du 20 Minuten vorher, ob ein Auto am Horizont fährt.
Sieht so aus, als wäre der kleine Markus im Bällebad spielen gewesen. Also hier bei mir hat es seit Wochen eigentlich nicht mehr geregnet, was dazu führt, dass die Solarpaneele einstauben. War aber noch genügend Ernte. Jetzt hat es mal ein bisschen geschifft, dann ist das Auto nass und dann hört es wieder auf zu regnen. Man fährt hier über diese staubigen Pisten und dann gibt es diese leckere Panade. Der da steht wohl schon länger. So ein Eisdielenfahrzeug nehme ich an. Die echten Highlands, überall Hotpots, es brodelt und blubbert. Und in Sichtweite ist gleich der nächste Gletscher. Moinsen, in den Sonnenaufgang auf den Gletscher zu, könnte so romantisch sein, wenn der Weg nicht so holprig wäre. Schaut mal schnell nach, sind alle Zähne noch drin? Nee. Ja, immer wieder überrascht, was so eine Karre alles aushält. Meine Zähne sind schon raus durch das Gerüttel. Und der Bock fährt einfach weiter, ohne mit der Wimper zu zucken. Wow. Das sind halt noch Autos, ne? Das wird schon längst nicht mehr so gebaut. So ein bisschen überraschend ist es schon, so mitten in Island ein Hotel ist, aber ganz neu gebaut. Und für das, dass es ein Hotel ist mit angeschlossenem Campingplatz, finde ich, schmiegt sich verhältnismäßig schick in die Landschaft. Ist ein Geothermalgebiet hier. Wieder mal eine bizarre Landschaft, oder? Wenn man sich jetzt fragt, warum liegt hier oben Schnee? Das Plateau sind so 700-800 Meter und die höchsten Spitzen hier immerhin 1500 Meter hoch. Wenn man früh morgens oder spät abends kommt, steht die Sonne natürlich auch flach und dann hat man hier diese Schattenzeichnung noch drin. Und die Treppen hier, das sieht auch total geil aus. Boah, fett! Ich bin so durch. Dieses Gerüttel. Ich habe einen Hörsturz. Oh Mann. Das geht schon nicht mehr als Patina durch. Das ist Kruste. Und ganz schlimm ist es hier. Im Endergebnis bin ich jetzt nicht zufrieden. Wenn ich jetzt einen Praktikant hätte, würde ich sagen, das machst du noch mal. Das ist weder sauber noch rein, aber naja. Meine Frau wird sagen, was willst du denn, wird da eh wieder dreckig. Da hat sie recht, aber... Die Stange wird in Fachkreisen ja auch Deppenzepter genannt. Ne? Da geht es halt wirklich senkrecht runter. Ne? Unter Umständen war das dann die letzte Aufnahme. Ja, ist das wieder geil. Boah, fett. Man könnte glauben, ein französischer Landadliger mit viel zu viel Geld hat sich das anlegen lassen. Aber nein, das ist natürlich so schön gewachsen. Wahnsinn, oder? Oh, es ist hart hier. Das ist die F26 nach Norden. Die fuhr sich stellenweise richtig gut, weil sie hat weichen Schotter. Und
dann kann man so ein bisschen außerhalb von diesem Riffelblech fahren, indem man halt in tieferen Schotter fährt. Aber jetzt geht es hier gerade mit 12 Stundenkilometer voran und man hat das Gefühl, jede Schraube lockert sich. Es ist äußerst unangenehm. Wenn man sich wundert, was so ein schicker Wohnanhänger mitten, also wirklich mitten in der Wüste macht. Keine guten Nachrichten, oder? Moinsen, so, ich bin ein bisschen erholt. Ich habe gestern diese Rumpelpiste da, das war ja echt die Katastrophe. Ich fahre es normalerweise auf der Straße mit 7,3. Hier als Kompromiss habe ich auf 6 abgesenkt, aber diese Rüttelpiste, das ist abartig. Jetzt habe ich es mal auf 5, senke ich es jetzt mal. Und am schnellsten geht es im Prinzip, wenn man das Ventil rausdreht. Wir müssen ja gucken, dass es nicht davon fliegt. So, habe euch mal eine Landschaft mitgebracht. Gletscher, Wüste, Gletscher, Wüste. Nichts. Ganz komisches Gefühl, so mitten im, so völlig solo. Man ist ja froh, dass man so ein Premium-Fahrzeug von einem Premium-Hersteller fährt, das eigentlich ziemlich gut funktioniert. Ne? Noch dazu bei dem Gerüttel, abartig. Schon sehr geil hier. Wow, ist das geil. Das Innere Islands ist im Prinzip eine riesige Wüste aus schwarzbraunem Lavasand und ein paar Gletschern. Und damit es nicht langweilig wird, haben die Designer ein paar Furten in die Strecken gebaut. Da fährt man den ganzen Tag da oben in dieser Wüste rum, was auch schön ist. Aber dann dieses Kontrastprogramm hier in diesem Flusstal. Saftig grün, blaues Wasser. Hammer. Ja, so geil. Ja, so geil. Die Torfhäuser wurden aus Holzmangel entwickelt. Die Wände und die Rückseite bestehen aus Torf und nur für die Vorderseite, die Fenster und die Türen wurde Holz verwendet. Moinsen, Samstag ist Basteltag. Alle Männer reparieren Autos. Ich habe gestern festgestellt, dass mein rechter Scheinwerfer nicht mehr geht. Und dachte mir, jo, durch das Gerüttel ist die Lampe kaputt. Dann bin ich 100 Kilometer nach Akureyri gefahren, also hierher. Habe mir einen Laden gesucht. Das ist nicht so leicht, weil die schließen alle oder haben gar nicht erst auf. Dann habe ich die Lampe getauscht, bis die raus war. Puh, bis sie wieder drin war. Puh. Fernlicht ging, aber Abblendlicht nicht mit der neuen Lampe. Und dann bin ich am Ende auf die Sicherung gekommen und habe dann festgestellt, da ist die 5-Ampere-Sicherung durch. Wo kriegst du hier eine 5-Ampere-Sicherung? Da. Ohne Scheiß. Und ich habe mir jetzt gleich noch ein ganzes Häuschen von anderen. Man weiß ja nie, was alles noch so durchbrennt. Moinsen! Wie man unschwer erkennt, ist Wasser und Wasserfälle heute das Thema. Auf der Suche nach dem bizarrsten Hotpot in ganz Island bin ich in der Nähe von Akureyri, also genau auf der anderen Seite. Und das ist mit Sicherheit der abgedrehteste. Das ist so ein Wasserfall, wie man sieht, der hier so einen Hang runterkommt. Und das hat richtig Badewassertemperatur. Hier ist dann der Hotpot, in dem man sitzen kann. Und da kommt ein Wasserfall, wo das Wasser, das Warme, dann nachher senkrecht runter ins Meer fällt. Und die Aussicht, die man beim Baden hat, ist hier auf Akureyri und die Kreuzfahrtschiffe. Krasser geht's nicht mehr, oder? Voll derb. Es ist bekannt, dass der Männerkörper viel Pflege braucht. Am besten geht das mit Bier. Von innen, allerdings auch von außen. Und deswegen habe ich ohne Scheiß ein Bierspa gebucht. So, das ist mein Zustand vor dem Bierbad mit 9 Jahren. Brutal abgedreht, oder? Also man sollte das nicht trinken hier. Sondern das sind so Bier-Vor- und Nebenprodukte.
Das wirkt extrem pflegend auf die Männerhaut. Damit man das auch von innen macht, haben sie hier noch einen Bierzapfhahn. Und dann kann man sich sozusagen sein Bierchen noch während dem Baden zapfen und pflegt den Körper auch von innen. Oh, geil. Da regeneriert man gleich noch viel schneller. Die geben eine Verjüngungsgarantie für jede Minute hier im Bad ein Jahr. Das heißt, ich habe 30 Minuten. Würde ich also theoretisch 30 Jahre jünger wieder rauskommen. Wahnsinn, oder? Das ist so the hammer. Alter, das sind ja mindestens 10 Jahre, vielleicht sogar 20. Wenn ich da nochmal reinspringe, dann nehmen die mir vielleicht sogar den Führerschein ab. Es ist mal wieder Zeit für ein Special Event. Schätzen. Yeah. Etwas kindlicher als man denkt. Also nicht so schlimm wie das Kajak mal ein paar Tage, aber es ist nicht so, dass es irgendwie im Wasser liegt wie ein Brett. Ne? Thank you very much. Der Tourguide ist mit den Teilnehmern über Funk verbunden. Geschwindigkeitsmäßig kann man es draußen auf dem Fjord natürlich krachen lassen. Wenn es dann an die Küste geht, geht es langsamer und der Tourguide weist dann halt auf die Tiere und die Sehenswürdigkeiten hin. Wir haben Papageientaucher gesehen, jede Menge Seevögel, Robben. Normalerweise hat es Delfine und Wale, die waren an dem Tag leider bloß woanders. Ja, muss halt sein, oder? Scherzlich gemacht. Tatsächlich ein Wal. Ein echter. So 30, 40 Meter tief hier. Und die fressen sich hier den Ranzen voll im Norden. Und wenn sie dann richtig groß und stark sind, dann schwimmen sie so Richtung Afrika runter. Und die fressen Grill. Und wenn der mal so richtig Luft geholt hat, dann bleibt er so 6 bis 7 Minuten unten. Kommt dann irgendwie so 2-3 Schnaufer wieder hoch und dann ist er wieder weg. Das ist lustigerweise genau die Stelle, wo ich im Chatmode vor ein paar Tagen war. Allerdings braucht man mit einer GoPro auch nicht anfangen, eine Wale fotografieren zu wollen. Von daher ist das mit der 400mm Linse hier schon die bessere Wahl. War zwar doppelt gemoppelt, ist aber trotzdem ein grandioses Erlebnis. Der botanische Garten in Akureyri. Faszinierend, dass hier alles wächst, also eigentlich wächst hier alles, was bei uns auch wächst. Und das Ganze so weit im Norden, hübsch gemacht. Der Garten wurde 1957 gegründet und ist der zweitnördlichste botanische Garten der Welt. Also der nördlichste liegt in Tromsø in Norwegen. Und die meisten Arten, die sie hier haben, 3500 verschiedene Pflanzenarten, sind tatsächlich arktisch oder aus dem hochalpinen Raum. Und deswegen überleben die hier auch in diesem Klima. Das Event stand schon ganz zu Anfang meiner Reise nach Island fest. Die Formula Offroad Championship. Das haben die Isländer erfunden und fahren hier mit diesen Karren da unmögliche Bergstrecken hoch und manchmal auch übers Wasser. Und inzwischen ist es auch in den USA und in Norwegen und so weiter sehr populär. Thank you.
haben einen Überrollkäfig, aber lustig ist es trotzdem nicht, wenn es sich da wenn er ein Tor verpasst, ist die Übung vorbei. Dann kriegt er halt nur Punkte, was er gefahren hat. Wenn er sich überschlagen hat, wird er komplett disqualifiziert. Der hat sich auch überschlagen. Und wenn ihm der Motor ausgeht und er ihn wieder gestartet kriegt, kriegt er Punktabzug. So läuft's. Endlich mal ein Expeditionsmobil. Der Kollege ist allein unterwegs, nimmt aber Bezahlgäste mit. Also man kann sich für 14 Tage einmieten und fährt dann nachher mit ihm durch Island. Das ist auch ein cooles Geschäftsmodell. Island ist ja eines der wenigen Länder auf dem Planeten, die die Energieerzeugung so halbwegs grün machen. Und einer der Gründe dafür ist diese Geothermie. Also überall, wo es heiß genug ist, bauen die sich mal eben ein Kraftwerk und auch ganz viele Häuser werden geothermisch geheizt. Das ist die legendäre F-88 nach Süden. Die geht zum Asker-Vulkan, das sind ungefähr 100 Kilometer. Nach all den Special Events und dem Sightseeing der letzten Tage wird es mal wieder Zeit für eine Piste. Ich werde jetzt mehrere Tage hier unterwegs sein, deswegen werde ich diese Mücken hier, die Stoßstange in Geländemodus und die Luft ablassen. Beim Reifendruck war ich ja beim letzten Mal auf 5 Bar, jetzt probiere ich es mal mit 4. Vielleicht geht das auf der Wellblechpiste besser. 2 Reifen gleichzeitig die Ventile rausdrehen, geht schneller. Gibt auch Leute, die machen 4 gleichzeitig, aber so weit bin ich noch nicht. Wellblech, geht schon gleich richtig los. Mit 4 Bar. Geht schon deutlich besser, ne? Aber lustig ist es immer noch nicht. Auf der rechten Seite war es tiefer, aber das ist ja nichts, was mich herausfordert. Das bringe ich gerade mal bis daher. Ne? Ein Karlsruher, man glaubt es nicht, auch allein unterwegs. Der war da ein bisschen weiter drin und hat dann rumgedreht, weil er hat kein Allrad. Der war schon überall, also auch in der Sahara und hatte ich auch schon mehrfach durchquert. Und er meint, die schlimmsten Buckelpisten seines Lebens, die er jemals gesehen hat, jetzt auf Island. Super, oder? Auf links, Mensch! Die Frage ist jetzt, hier bleiben oder weiterziehen? Das Plätzchen ist echt schön, Internet hat es auch, wandern könnte man theoretisch, zumindest spazieren gehen. Allerdings sind es zur Asker nur noch 30 Kilometer, das heißt eine Stunde oder so, dann wäre ich dort und das Wetter ist heute einigermaßen und die nächsten Tage soll es mir schlecht halt werden, regnerisch, da denke ich mir, zieh's durch, da habe ich Askja in der Sonne, oder? Seid ihr auch der Meinung? Na dann ist die Entscheidung ja wohl einstimmig gefallen.
was ein Ritt. 100 Kilometer. Geiler Trip. Also der, dadurch, dass das nicht nur schwarzer Sand war, sondern auch mal so hell und so, extrem abwechslungsreich. Und ging auch richtig gut. Und für das, dass es das schlimmste Wellblech des Planeten war, hat es der Laster recht gut gemacht. Das Islandwetter ist ja maximal bizarr. Gestern 15 Grad und Achtung, ta-ta-ta-ta! Jetzt hat es ja noch 0 oder so. Boah, ich muss mir noch was anziehen. Und dann geht's hoch auf den Vulkankrater. Von wegen gutes Wetter. Am Arm hängt das gute Wetter, aber ist egal. Also es gibt zwei Varianten auf den Askja-Krater hoch. Die eine geht von der Hütte, da ist man aber so 5 Stunden oder sowas unterwegs. Und bei 0 Grad und dem Wind, da war ich jetzt nicht so motiviert. Und das hier ist die Chicken-Variante. Man fährt mit dem Auto noch ein Stück weiter hoch auf so einen Parkplatz und dann sind es 35 Minuten One-Way. Also etwas über eine Stunde insgesamt. Krasse Bedienung. Ist zwar schweinekalt, weil der Chill-Faktor vom Wind noch dazu kommt. Der kommt gerade von hinten und ich habe zwar zwei Hosen übereinander an, aber es bläst trotzdem durch. Aber es hat echt einen eigenen Reiz hier so, oder? Krass. Also ein bekannter Vulkanologe hat vor 2 Wochen die Schließung empfohlen, weil sich die letzten Monate das Land hier um 6 Meter gehoben hat. Die Temperatur in dem See da unten ist angestiegen. Und inzwischen ist es sehr sauer. Also früher war das so, dass die Leute da runtergegangen sind zum Baden. Das muffelt nur ein bisschen nach Schwefel. Inzwischen sollte man da aber nicht mehr rein, sonst löst man sich auf. Diese Landhebung kommt durch Magma, das sich im Untergrund sammelt. Das konnte man messen. Und 1875 ist das letzte Mal ausgebrochen und hat mehrere Kubikkilometer Material ausgespuckt. Und wenn er diesmal wieder ausbricht, sind sie sich alle einig, dann wird es ein richtig großer Ausbruch. Jetzt hoffe ich mal, dass es nicht gerade morgen passiert. Ich übernachte hier noch einmal. Es ist ein bisschen schade um das Ensemble hier. Wenn der Askja-Vulkan ausbricht, bleibt hier nichts mehr von stehen. Das ist dann mit weg, weil es sind gerade mal 5 oder 6 Kilometer. Respekt, der Canyon ist gerade mal 100 Meter vom Basecamp entfernt. Geil, oder? Ach, da war Mutter Natur wieder am Spielen, da hatte sie Zeit. Ich ringe um Contenance, ehrlich. Oh, es ist Ende August. Es ist die F905 nach Norden und jeder, der sich auf der F88 da drüben nicht traut, fährt hier. Und deswegen ist das Ding ausgefahren und ausgewaschen. Da brauchst du, du kannst den Luftdruck auf 0 senken. Das wird nicht besser. Das ist so ein Elend. Ugh. Voll der süße Campingplatz hier, Restaurant, Sanitärbereich. Das hier ist die Küche. Und als Superbonus wohnen da oben unter den Holzstegen 3 junge Polarfüchse, die hier vom Restaurant Koch mit Fleischresten versorgt werden und gepäppelt werden. Total süße Viecher.
Der größte und spektakulärste Canyon Islands. Das ist der Detifoss, 400 Kubikmeter pro Sekunde, 100 Meter breit und 45 Meter Fallhöhe. Wahnsinnsteil. Gleiche Schlucht, gleiche Wassermenge, 2 Kilometer nach Süden der Selfoss. Na, wenn man schon mal da ist, oder? Die Temperaturunterschiede in Island sind krass, ne? Vor 2 Tagen im Schnee und jetzt sitze ich hier im T-Shirt und es ist mir eigentlich immer noch zu warm. Ich gehe jetzt gleich mal duschen da vorne. Die Felsnase, auf der ich hier stehe, ist übrigens als die Insel bekannt. Die Geologen sind sich ein bisschen uneinig, wie das Ganze entstanden sein soll hier. Es sind 3 dokumentierte Gletscherläufe bekannt, also Vulkanausbrüche, danach mit Wassermassen bis zu 200.000 Kubikmeter pro Sekunde. Dann müsste das da hinten allerdings auch zugeschüttet sein. Das ist ja irgendwie nicht so richtig wahrscheinlich. Aus der Mythologie ist bekannt, dass Odins 8-beiniges Pferd hier einen Hufabdruck hinterlassen hat. Wenn das allerdings der Huf ist, und das Ding macht Pferdeäpfel, dann müsste ja jedes Mal eine Kleinstadt mit weg sein. Vielleicht haben göttliche Pferde aber auch keine Verdauung. Und außerdem ist es hier bekannt als die Elfenhauptstadt. Oh, 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 oh. Eieiei. Es ist die gleiche Schlucht und der gleiche Fluss, die ein paar Kilometer weiter oberhalb den Detifoss und den Selfoss bilden. Krass, so langsam kommt der Herbst. 1. September ist für die Farmer hier Winterbeginn, da treiben sie die Schafe rein. Und vor 3 Tagen am Asker-Vulkan laufe ich im Schnee rum, 3 Jacken übereinander und 2 Hosen. Und 3 Tage später nochmal T-Shirt-Wetter, Wahnsinn. Das sind die Magma-Schlote von alten Vulkanausbrüchen. Da war der Kern des Gesteins härter und den Rest hat es dann irgendwann wegerodiert. Das ist er also, der nördlichste anfahrbare Punkt in Island. Das ist ja schrecklich remote. Was treiben die Menschen hier? Und die Frage stellt sich eigentlich kaum, weil es hat fast keine Vogelscheuchen bauen. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das schon Kunst ist oder noch weg kann. Die Gegend ist im Sommer deswegen relativ bekannt, weil hier die Sonne nicht untergeht für ungefähr 2 Wochen, Ende Juni. Die ist nicht komplett über dem Horizont, aber so immer noch ein Stückchen sichtbar. Und im Winter kommt man hierher wegen Polarlichter. Ich hoffe mal drauf, aber im Moment ist es leider sehr trübe. Winsen! Die letzten Tage war es ja ein bisschen trübe. Und ich habe mich gewundert, dass meine Aufbaubatterie nicht lädt, wenn der Motor läuft. Das macht er normalerweise mit 600 Watt und wenn man eine Weile fährt, ist die Batterie auch wieder voll. Ich kenne das Problem schon, ich hatte das schon mal. Da gibt es eine bestimmte Sicherung. An isländischen Tankstellen kriegt man ja vom Kondom bis zur Sicherung oder zur Lebensversicherung und einer Schmelzsicherung alles. Die war allerdings aus. Jetzt hat es hier so einen Laden, so einen Truckshop. Mit schwerem Gerät. Ich probiere mein Glück. Die müssten sowas haben, oder? 2 Tankstellen weiter und 2 Werkstätten weiter hat es funktioniert. Hihi. Ich habe alles gekauft, was sie hatten. Also 4 Stück, man weiß ja nie. Das passiert nämlich nochmal irgendwann. Highlights in
Island, der Stuttlagil Canyon oder auch Basalt Canyon genannt. Die Ranger haben den früher Drohnen Canyon genannt, weil die Leute mit den Drohnen geflogen sind, den Kontakt verloren haben und die Drohnen abgestürzt sind. Wobei im Moment sieht er nicht so spektakulär aus, wie man eigentlich denkt, oder? Eine unermüdliche Suche nach den abgedrehtesten Hotpots auf Island führt mich in die Walachei. Wow, geil, richtig warm. Ja, ich glaube, ich habe das Handtuch dabei, da kann ich nicht widerstehen. Das ist er. Eindeutig meine Nummer 2 oder die Nummer 1. Heißer Wasserfall, Hotpot plus. Geiler geht's ja nicht mehr, oder? Wow. Ah, wow. Das ist sogar ziemlich warm, um nicht zu sagen leicht heiß. Ah, Kinder, das ist echt nochmal der Kracher hier. Video 2 war ich unten am Kraftwerkhaus, 690 Megawatt, wenn es mich recht entsinnt. Und das, was hier rüber geht, ist der Überlauf, was später unten in dem Basalt Canyon endet und hier diesen Canyon runter donnert. Kann man so ungefähr erahnen, was da früher abging, bevor die Staudämme da waren. Da muss die Wassermenge ja 4- oder 5-mal so viel gewesen sein, wie der durch den Canyon gezimmert ist. Völlig krass, oder? Boah. Ja, fette Ente. Da haut Island ja noch mal richtig alles raus hier. Wahnsinn. So eine der Stellen, am dichtesten an den Gletscher anfahren kann. Das ist sie, die magische Kreuzung. Hier stand ich vor fast 3 Monaten schon mal. Es war saukalt, hier oben war noch alles geschlossen. 4000 plus Kilometer, 3 Monate solo auf Island. Was ging alles kaputt? Fast nichts. Also 2 Schmelzsicherungen, die sich relativ leicht ersetzen ließen. Das Victron Energiedisplay zeigt ein paar Sachen nicht mehr richtig an, aber ansonsten... Also dieses Gerüttel hier, Wellblech, da verstecken sich die isländischen Kinder drin, unzählige Furten, Staubdreck. Ich habe keine einzige Leckage am Auto, keine lockere Schraube, nichts scheppert, nirgendwo tropft es raus. Das Ding funktioniert einfach. Das ist völlig bizarr, dass ein Auto sowas aushält. Gut gemacht. Wer wissen will, wo es als nächstes hingeht, Island mit wenig Geld, die beste Reisezeit und die besten Offroad-Locations, kommt noch auf einen Kaffee mit nach hinten. Alle anderen, ich freue mich über einen Daumen hoch und vielleicht abonniert ihr den Kanal. Bis demnächst. Ciao, ciao. Die letzten 4 Zuschauer. Macht's euch gemütlich. Ich habe Platz für 5. Thema 1, das Wetter. Also man denkt immer, in Island regnet es den ganzen Tag. So ging es mir eigentlich auch. Ich habe immer gedacht, ich habe so 3 bis 4 Stunden am Tag, wo es nicht regnet. Nein, es ist nicht so. Die Regenwahrscheinlichkeit in Island ist nicht höher als jetzt in Deutschland. Ich hatte tatsächlich 3 Wochen am Stück, wo es praktisch überhaupt nicht geregnet hat. Also nachts vielleicht mal ein paar Tropfen. Wenn ich also nur 3 bis 4 Wochen Zeit hätte, würde ich so Mitte Juli bis Mitte August gehen.
Gegen Ende August wird es halt schon deutlich kälter, die Sonne geht früher unter, die Heizung läuft relativ häufig im Auto, jetzt inzwischen schon, also es ist kurz vor September. Ab 1. September treiben die Farmer hier die Schafe rein, weil dann beginnt offiziell die Winterzeit. Weiters zum Thema Wetter, Wettervorhersage. Also es gibt hier eine Webseite, kann ich einblenden den Link, die ist aber relativ grob. Und die geht schon auch, also die ist praktisch auf europäischen Wetterdaten basierend und machen noch eine lokale Verfeinerung. Was ich festgestellt habe, dass die einfache wetter.com-App relativ gut funktioniert. Also für den aktuellen Tag und für den Folgetag ist es eigentlich ziemlich präzise. Und was dann 2 oder 3 Tage später passiert, was weiß ich nicht. Also die ging relativ gut. Wie sagt man im Englischen? Traveling on a budget. Also mit wenig Geld Island zu bereisen. Also klar, mit dem Expeditionsmobil ist es natürlich super Luxus. Die teuersten Komponenten sind Herkommen und Unterkunft und unter Umständen Auto. Unterkunft ist insofern relativ billig, wenn man campt. Also die Durchschnittsgebühr, die man hier für einen Campingplatz zahlt, sind 1500. Das sind ziemlich genau 10 oder 11 Euro um den Dreh rum pro Person ohne Strom. Das heißt, es könnte sich dann so auf 300 Euro oder was im Monat für einen Single-Reisenden addieren. Wenn es 2 Leute sind, gibt es eine Campingcard, die man sich kauft, dann kriegt man auch noch Rabatt beim Tanken. Bei wenig Geld würde man vielleicht einen PKW aus Deutschland mitnehmen, die Fähre sehr frühzeitig buchen, also die Webseite macht auf im Oktober, November. Ich habe von Leuten gehört, die haben im September schon direkt bei der Fährgesellschaft angefragt, haben sich ein Angebot kommen lassen und das war angeblich nochmal billiger als das, was man kriegt, wenn man früh bucht. Und dann muss man sich ausrechnen, ob man hier einen Mietwagen nimmt oder halt aus Deutschland den mitbringt. Wenn ich wenig Geld hätte, würde ich mir das Hinterland trotzdem angucken wollen. Ich würde auf gar keinen Fall ein Allradfahrzeug nehmen, weil die Verträge sind so, dass du zwar ein Allradfahrzeug kriegst, aber dann häufig nur auf Asphalt fahren darfst, dann macht es nur gar keinen Sinn. Viele Straßen hier sind tatsächlich offizielle Straßen, die haben Schotterbelag und ich habe schon von Verträgen gehört, dass die Leute mit dem Allradfahrzeug noch nicht mehr auf Schotter fahren dürften, was irgendwie keinen Sinn macht, weil zu vielen Wasserfällen oder so ist eine offizielle Straße, die hat halt einen Schotterbelag. Das heißt, ein Zweiradfahrzeug tut's und wie komme ich jetzt aber ins Hinterland? Porsmörk oder Landmanner Lauger, so diese Highlights oder der Laki Nationalpark, da fahren Superjeeps. Also den Laki Nationalpark kann man für 50 bis 70 Euro, glaube ich, bucht man sich so eine Tour. Dann sitzt man in einem Superjeep, der hat dicke Reifen, der hat einen Fahrer und der fährt einem durch die Furten und hält dann den ganzen Fotospots an und die Tour geht einen kompletten Tag, man spart enorm viel Geld. Porsmörk und Landmanner Lauga werden auch von diesen Jeeps angefahren, aber sie haben hier auch ein System mit Allradbussen, die einem da hinbringen und dann lässt man sein Auto einfach an der Bushaltestelle stehen, auf einem Parkplatz, fährt mit dem Allradbus rein, hat vielleicht sogar sein Zelt dabei, pennt da 1-2 Nächte und fährt mit dem Allradbus wieder raus und der Drops ist gelutscht. Die meisten touristischen Sehenswürdigkeiten liegen tatsächlich im Süden Islands. Da gibt es entsprechende Webseiten, da könnt ihr euch bedienen. Allrad-Highlights aus meiner Sicht, Askja-Vulkan und die Umgebung und die F88. Dann die F910. Da fährt man eine Zeit lang durch den Fluss und dann der Mailifell-Berg. Dann auf der F232, den Namen spreche ich jetzt nicht aus, das ist ein Wasserfall und man fährt oberhalb des Wasserfalls durch. Die F235, Langisjör, das heißt übersetzt Langer See und der Blautulon. Die F208, Landmanner Lauga, ist völlig klar, Highlight. Die 235 und die 208 kann man praktisch in einer Tour miteinander verbinden. Landmanner Lauga kann man auch mal ein paar Tage stehen bleiben, kann man ganz toll wandern. Dann die F249 nach Porsmörk hinten rein, das sind so 35 Kilometer, die Piste allein ist schon sehenswert, auch da hinten unbedingt ein paar Tage stehen bleiben, hat einen tollen Campground und dann da wandern gehen. Ein bisschen weiter nach Norden auf der F35 und der F347, Kerlingafjöll, ist auch wieder so ein Thermalgebiet. Und das man auf keinen Fall verpassen darf. Die F206 und der Laki Nationalpark, absoluter Knaller. Wie gesagt, fahren auch Superjeeps rein. Dann gibt es 2 Straßen, die Island von Nord nach Süd durchqueren, die F35 und die F26. Die muss man beide nicht gesehen haben, aber manchmal lässt sich's nicht vermeiden. Das sind zum Teil wirklich üble Wellblechpisten.
Wenn ich noch ein bisschen mehr Zeit hätte, die Westfjorde sind natürlich auch schön. Aus meiner Sicht gibt es da 5 Highlights. Raudansandur, das heißt also der Red Sand Beach auf Englisch. Dann gibt es den Latrabjag Vogelfelsen und die Piste, die dahin führt, ganz wunderbar. Dann die 619 Bildaudalur nach Westen. Das ist keine F-Road, aber eigentlich fährt sich so wie eine F-Road. Dann gibt es die Radarstation Borjafell. Und die 643 an der Ostseite der Westfjorde nach Norden ist auch keine offizielle F-Road, sondern halt eine Piste halt ohne Straßenbelag, aber absolut traumhaft die Gegend. Und auch da oben eine Weile stehen bleiben und wandern gehen. Bleibt nur noch die Frage zu klären, was treibe ich als nächstes? Februar und März 24 plane ich ans Nordkap im Winter zu fahren, also Schweden und Norwegen. Ich freue mich drauf. So, raus hier, gebt mir einen Daumen hoch und gute Kommentare. Bis demnächst. Ciao.